Alter Schwede. Oh man, what the hell is going on with this guy? Ohne Witz, Leute. So, Marktschreier gibt's auch wieder. Es ist ja schön. Das ist zu allerliebst, ey. Vorteile einer älteren Frau. So, was ist jetzt hier? Was kann ich jetzt hier machen? Ja, relativ wenig. So, die Markierung nehmen wir weg. Ich will ja das Spiel ja nicht sofort hier wieder fertig haben. So, das interaktive Gespräch hatte ich. Es ist eine Schnellreise. Allermann, Almanach, whatever. Das ist die Hauptmission. Dann würde ich sagen, begeben wir uns zur Hauptmission. Wir klauen uns einfach mal dieses Pferd hier. Ist mir scheißegal, wem es gehört. Wir nehmen es uns einfach mit. Alright. Habt Respekt vor meiner unglaublichen Coolness. Ich glaube, wenn ich die anstoße, habe ich ein Problem. Absetzen. Sitz. Doch. Nein. Oh, geht nicht drauf ein, Leute. Trollololololol. Ja, schön. Freue mich. Noch ein Spielchen. Was hast du denn so am Start für ein Spiel? Nee. Das ist eine 12er Mühle. Ich habe ja eine 6er Mühle schon ein Problem. Ah, nee. Ich glaube, das war's dann erstmal alles, was wir hier so am Start haben. Das heißt, wir gehen jetzt direktmäßig zur Hauptmission. Jetzt muss ich mal gerade was gucken. Gut, ich nehme auf. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ich gerade schon aufnehme. Mission starten. Oh, Entschuldigung. Gentlemen. Charmant. Ach bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Hey, Catherine, alte Schabracke. Her mit dir. Papa braucht einen Drink. Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders Kanadianer verskauft. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Ich fürchte nicht. Benjamin Church aber. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Wo? Du guck nicht so neidisch. Ja, mein Kater will mitspielen. Psst jetzt. Nein, ich bin hier der Star. Schnauze. Ich geh weiter. Psst.
So, da ist die Tür. Muss ich jetzt raus, oder? Ich glaube schon. Also, wir gehen raus. Wir sind draußen. Mal gucken, ob wir jetzt wieder in einer anderen Welt gelangen. Schade, früher bei Assassin's Creed 1 und 2 musstest du immer dahin latschen. Da musstest du immer die weiten Reisen auf dich nehmen. Was ich eigentlich auch viel schöner fand. Man hatte dann die Natur ein bisschen mal gesehen. Man konnte sich ein bisschen rumschauen und sowas. Man hat neue Sachen entdeckt und alles Mögliche. Fand ich eigentlich ganz nett. Schatz. Sir. Oh, Charles, das ist so ein Klischee-Name. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Kommt. Ich zeige euch wie. Wahrscheinlich müssen wir jetzt das Bild rumzeigen und sagen: Habt ihr diesen Mann gesehen? Nicht tödliche Waffen. Orangefarbene Markierungen bedeuten Vorsicht. Diese Ziele dürfen nicht getötet werden. Bleiben Sie in der Nähe Ihres Ziels, um alle nötigen Informationen zu erhalten. Aber wenn ihr es gesehen hättet, Sie waren sicher betrunken, so wie Sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag, unerhört. Ich kann mich auch nicht bewegen. Hallo. Ich mach doch gar nichts. Ich konnte mich gerade die ganze Zeit nicht bewegen. Ja, los. Einmischen, auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet, Sie waren sicher betrunken, so wie Sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag, unerhört. Was soll ein Heuerling? Es wurde bekannt gegeben, dass die Vertreter der Kolonie Massachusetts vom Kongress und alle. Ach so, ich muss mich hier bewegen. Vergessen, wenn er weiter so viel trinkt. Die amerikanischen Schatten. Simpsons auf Smithfield. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern werden sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Befragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Okay. Ich mach's mir natürlich wieder schwierig. Dum, 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 dum. Geh weg da! Ich bin wichtig. So, hallo, die Tern. Hallo, die Tern. Ach ja, leck's mal am Arsch! Lauf, 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 lauf. Muss ich jetzt da hochklettern? Ich kletter mal da hoch, ne? Hier kein Problem.
Hoch. Hoch da. Diese Kletterpassagen immer. Was will er denn jetzt da oben? Falke. Oder Adler. Ich finde Falken besser. Hören sich geil an. Ja genau, balancier auf diesen... Genau. Sicher. Ist auch kein Fehler in der Grafik. Mit ein bisschen Glück ist einer von denen, wo der Kindern ist. RT und A drücken und L die Richtung eines Heuhaufens auf den Boden bewegen, um den Todessprung durchzuführen. Wo um alles in der Welt haben wir einen Heuhaufen hier? Da ist ein Heuhaufen. Jump, Bullshit! Hat euer Ross ein Eisen verloren? Muss das Zaumzeug gerichtet werden? Hufni Collins in der Needle Street ist euer Mann. Ah, cool. Weiß Bescheid. Den habe ich noch ein paar. Ah, what? Was hat das jetzt für einen Sinn gehabt, dass ich da oben hochgeklettert bin? Oh shit, Alter, was ist denn hier los? Richtiger Aufruhr hier an Soldaten. Na, warum auch immer. Hier, kranz mal die da hinten. Kurz die Lage checken, bevor wir da reingehen. Ob wir uns dann nachher irgendwo verstecken können. Da hinten scheint es ganz gut zu sein. Ja, hier können wir uns verstecken. Diese Gegend ist wirklich arg heruntergekommen. Allerdings, man trifft nur noch Gelump und Gesocks auf den Straßen. Gerade. Erzähl! Unten bei der Kirche. Ein paar Männer hetzten vorbei, als einer von ihnen plötzlich zu Boden fiel. Aufgeschlitzt. Ich überlegte noch, ob ich ihm Hilfe anbiete. Dass sie auf ihn reinblicken, ließ ich es lieber. Sicher besser so. Das sind nicht die Leute, mit denen man sich anlegen will. Okay. Wir lassen die nicht gewinnen. Wen lassen wir wohl nicht gewinnen? Hier kann ich rein. Ich bin drinne. Okay, was zur Hölle war das denn jetzt für ein blödes Manöver? Hier könnte ich mich zwischen zwei Typen setzen. Vergiss es! Die lügen! Nein! Was soll ich tun? Drogen bringen nichts und ich will nicht buckeln. Taten sagen mehr als 1000 Worte, mein Freund. Pack einen von ihnen an den Schandstock. Mal sehen, was ihr dann so brabbelt. Wenn ich das ohne Grund tue, singen sie bald Lieder über uns. Das Letzte, was wir brauchen, sind Stadtschreier, die sich über unseren Machtmissbrauch beschweren. Dann vergiss es! Das Gräuel ist getan. Die Mörder sind fort. Und die, die was wissen, werden nichts sagen. Wenn die Stadt solche Schufte duldet, soll sie auch den Preis dafür zahlen. Garantiere ich dir. Oha. Was lungert er hier herum? Alter, ich... Hallo, ich sitz da nur hier. Lässt du mich jetzt mal in Ruhe? Nicht ohne lautes Jammern und Kreischen ab. Da fällt mir ein, wir sollten morgen kein frisches Fleisch kaufen. Gute Entscheidung. Es mehren sich die Gerüchte, dass seht ihr, Charles? Wow. Wir werden Chad schnell finden, wie ich gesagt habe. Wenn ich fragen darf, Sean, wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so aufgezogen wird wie ich, ist das eine Voraussetzung. Wahrnehmung ist fundamental. Sie führt die Füße beim Laufen und Klettern, steuert die Hände beim Zuschlagen im Kampf. Aber das Wichtigste sind die veränderten Sinne. So beginnen wir, die Welt ganz anders wahrzunehmen. Ja.
Ja, ich glaube, ich nehme mal lieber mit. Ist da oben ein Synchro? Ah, da oben ist ein Synchro. Pass mal auf. Da gehen wir doch mal direkt hin. Hopp, 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 hopp. Da steigen wir locker hoch. Ah, das ist gar kein Problem für uns. Nee. Echt easy. Ich frage mich, ob wir auch diese Hieroglyphen auch mal wieder finden müssen. Naja, Synchro einfach. Ist mir bewusst, dass der da unten stehen bleibt. Okay, das ist ein bisschen logischer jetzt. Boah, sieht das geil aus. Okay, Heulbein, da ist Heulbein. Schwing dein Ding! Flutsch! Hier bin ich! Okay, laufen wir mal weiter. Hallo Soldat! Hallo Soldat! Vorsicht, das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an ihm vorbeischleichen. Und wie? Wir benutzen das Huhn! Das ist die Idee! In diesem roten Bereich ist dann hier halt dieses Sperrgebiet. Ich muss da... Ich darf mich da drin nicht aufhalten. Oder? Darf ich mich hier drin aufhalten? Oder werde ich dann entdeckt, wenn ich jetzt da... wir haben aber keine Gruppe oder sowas, die wir beitreten können. Oh, schön. Sag nicht, du siehst mich jetzt nicht. Bist du dumm oder so? Ja gut, ich bin weg. Kein Ring, ich bin weg. Ist ja in Ordnung, ich bin weg. Wap. Ich bin doch schon abgehauen. Ach, weißt du was? Kommt her, ihr Schweine. Zack. Fuck it. Ja, wo will der denn überhaupt hin? Hier, immer drauf da. Wo ist er denn? Wo rennt denn der Spacken rum? Was zur Hölle? Warum? Okay, er hat jetzt auch mal eine Waffe aufgenommen. Keine Ahnung, warum der jetzt ausgerechnet hier abgehauen ist, dieser
Schmonk.